Gestern kamen die ersten zwei Episoden von Marvel Studios Hawkeye raus und in diesem Video gibt es eine ausführliche Folgenanalyse zu diesen beiden Episoden. Alle wichtigen Easter Eggs, Details, Anspielungen, die Charaktere erklärt, das Ende erklärt und alles, alles Wichtige, sodass du Hawkeye besser verstehen wirst in meiner Folgenanalyse. Fangen wir also direkt an. Und ja, ich werde beide Folgen analysieren. Spoiler sind auf jeden Fall hier gegeben, ihr wurdet gewarnt. Und ja, das wird wirklich so eine XXL-Analyse, genau wie bei WandaVision damals. Viel Spaß also mit diesem Video. Legen wir direkt los mit Punkt Nummer 1. Und zwar die große Frage am Ende von Folge 1. Wer hat Armand den Dritten umgebracht? Denn in der ersten Folge von Hawkeye lernen wir Kate Bishop kennen, einer der Hauptcharaktere in dieser Serie. Kate Bishops Mutter ist Eleanor Bishop, gespielt von Schauspielerin Vera Farmiga, eine sehr, sehr, sehr reiche Frau mit ihrer eigenen Security-Firma und sie hat einen neuen Verlobten, und zwar Schauspieler Tony Dalton in der Rolle von Jack Duquesne. Und Jack Duquesnes Vater ist ein Mann mit dem Namen von Armand dem Dritten oder Armand Duquesne. Alles Charaktere aus den Comics, zu denen ich gleich kommen werde. In der Folge 1 sehen wir sogar selbst, dass Armand der Dritte ein sehr, sehr wütender alter Mann ist. Er ist kein Fan davon, dass Jack Duquesne und Eleanor Bishop bald heiraten werden, da sie jetzt schon verlobt sind. Und er hat eine sehr, sehr feindselige Beziehung zu Eleanor Bishop und bedroht sie sogar und sagt sowas wie, ich habe sehr, sehr mächtige Freunde und wenn du mir in die Quere kommst, mache ich dein Leben zur Hölle inmitten der Folge. Und er hat auch eine sehr feindselige Beziehung zu seinem eigenen Sohn Jack Duquesne, denn wir sehen in der ersten Folge ungefähr in den letzten paar Minuten eine Schwarzmarktpreisversteigerung oder eine Auktion mit verschiedenen Waffen und Antiquitäten im schwarzen Markt und Armand der Dritte und sein Sohn Jack Duquesne streiten wie kleine Kinder um das Schwert von Ronan aka Clint Barton während der Zeit von Avengers Endgame. Am Ende kauft es dann Armand der Dritte, aber nachdem die Tracksuit-Mafia diese Auktion angreift, wird Ronans Schwert von Jack Duquesne geklaut und er ist somit jetzt der jetzige Besitzer von diesem Schwert. Und wir sehen also, Armand der Dritte hat schon sehr, sehr viele Feinde und viele feindselige Beziehungen zu seinen nächsten Menschen. Und am Ende der ersten Folge sehen wir, dass jemand Armand den Dritten umgebracht hat und danach geht die Serie wirklich in eine Art Murder-Mystery-Richtung, was einfach unfassbar geil ist. Auch sowas mal im MCU zu sehen. Nach dem Mord von Armand III. Ist die große Frage, wer hat ihn umgebracht? Und da habe ich zwei sehr große Vermutungen auf zwei mögliche Täter. Täter Nummer 1, ganz einfach, Eleanor Bishop, die Mutter von Kate Bishop, denn ich bin mir zu 1000% sicher, dass sie irgendwas versteckt und dass sie wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Schurkin in dieser Serie sein könnte. Sie versteckt irgendwas und ich glaube, sie könnte auf jeden Fall der Mörder von Armand sein, aber nicht nur von Armand dem Dritten, sondern auch von ihrem ersten Mann, Derek Bishop, der Vater von ihrer Tochter Kate Bishop, denn wir sehen am Anfang der Folge ein Flashback zum Jahr 2012. Wir sehen die Schlacht von New York mit dem ersten Avengers-Film, was unfassbar geil war. Und wir sehen, wie das Haus der Bishop-Familie von der Chitauri angegriffen wird. Und Eleanor Bishop entkommt mit ihrer 10-jährigen Tochter Kate Bishop. Aber ihr Mann Derek stirbt in dieser ganzen Explosion und er ist danach tot. Aber ich persönlich glaube, dass sie einen Plan hatte. Und eventuell hat Eleanor Bishop wirklich ihren eigenen Mann Derek Bishop umgebracht. Denn wir sehen am Anfang der Folge in den ersten 1-2 Minuten, wie sich das Pärchen streitet. Es geht darum, aus der Villa zu ziehen. Es geht um Geld. Es geht um Macht und so weiter und so fort. Und ich bin mir zu 1000% sicher, dass Eleanor Bishop irgendwas versteckt und dass ein großer Plot-Twist auf uns zusteht und dass Eleanor Bishop eine sehr, sehr interessante Schurkenrolle in dieser Serie spielen könnte. Sie hatte schon vorher eine sehr schlechte Beziehung zu Armand dem Dritten und nachdem Armand sie angedroht hat, irgendwas anzutun, inmitten der Folge, bin ich mir sehr sicher, dass Eleanor Bishop Armand aus dem Weg haben wollte und ihn somit umgebracht hat. Also ist sie auf jeden Fall meine Vermutung für Täter Nummer 1 und meine Vermutung für Täter Nummer 2 ist Jack Duquesne. In den Marvel Comics heißt er Jacques Duquesne, also viel französischer, und in den Marvel Comics, also ich rede jetzt nur über die Comics, ist Jacques Duquesne der Swordsman und auch der Mentor von Clint Barton. Er ist ein Anti-Held, arbeitet öftermals mit den Avengers oder auch gegen die Avengers und war in den Marvel Comics, wie schon gesagt, der Mentor von Clint Barton. Und in einem Zirkus hat Jacques Duquesne in den Marvel Comics Clint Barton alles beigebracht, was er jetzt als Hawkeye kann. Akrobatik, paar Kampfkünste, das Fechten, Schwertkampf und natürlich auch
die Benutzung von einem Pfeil und Bogen. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, ob wir das auch im MCU in dieser Serie sehen könnten. Bis jetzt sieht es auf jeden Fall nicht so aus, aber es wäre unfassbar geil, eine Verbindung zwischen Clint Barton und Jack Duquesne im MCU zu sehen. Und ja, in den Comics heißt er Jacques Duquesne, im MCU aber Jack Duquesne. Keine große Veränderung, ist auch nicht so wichtig. Ich wollte es nur kurz anmerken. Und jetzt kommen wir zum MCU, denn ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass er auch irgendwas versteckt. Er wirkt sehr, sehr, sehr interessant und auch ein bisschen düster. Und ich muss wirklich sagen, ich finde Tony Dalton in der Rolle von Jack Duquesne im MCU unfassbar gut. In der zweiten Folge bekommen wir sogar ein Fechtduell zwischen Kate Bishop und Jack Duquesne, was natürlich die perfekte Anspielung darauf ist, dass er wirklich der Swordsman oder Swordsmaster ist aus den Marvel Comics, also jemand, der wirklich mit Schwertern gut umgehen kann. Und in den ersten zwei Folgen sehen wir wirklich sehr viel von Jack Duquesne und wie er eine große Liebe zu Schwertern hat. Er wollte unbedingt das Schwert von Ronan haben, also Clint Barton, und er hat überall im Haus von Eleanor Bishop Schwerter dran gehängt. Genau wie in den Marvel Comics. Also bin ich sehr gespannt darauf, ob wir wirklich Jack Duquesne als den Swordsmaster in dieser Serie sehen werden. Vielleicht mit dem ganzen Kostüm und so weiter und so fort. Und Leute, ein Schwertduell zwischen Clint Barton und Jack Duquesne wäre doch einfach absolut, absolut geil. Clint Barton ist jetzt eine Art Vaterfigur für Kate Bishop und Jack Duquesne ist leider ihr neuer Stiefvater. Also wäre es doch unfassbar geil, Clint Barton wieder als Ronan zu sehen mit seinem alten Schwert und seinen alten Schwertskills, wie er jetzt Kate Bishop beschützen will vor ihrem neuen Stiefvater Jack Duquesne, der erfahrene, böse Swordsmaster. Ist eine wilde Theorie, aber ich finde es auf jeden Fall extrem geil. Und ich kann mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass er auch Armand umgebracht hat. Er hatte keine große gute Beziehung zu seinem Vater. Und jetzt hat Kate Bishop einen eindeutigen Verdacht auf ihn und ihre Beziehung ist überhaupt nicht gut. Also bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, wie es weitergehen wird. Und diese ganze Murder-Mystery-Sache ist einfach sowas von geil und es bleibt auf jeden Fall unfassbar spannend. Das zweite ist natürlich das Ende von Folge 2, denn dort sehen wir eine Frau in einem roten Raum und das ist Schauspielerin Alacua Cox in der Rolle von Echo, aka Maya Lopez. Und Leute, ich habe mich auf Echo so krass gefreut und jetzt ist sie hier. Ich fand ihre Einführung am Ende der zweiten Folge extrem, extrem gut. Dieser Soundtrack am Ende mit dem Lied Christmas Island von Depeche Mode war sowas von geil und es war einfach eine grandiose Szene, Echo jetzt im MCU einzuführen. Und Echo ist jetzt also wirklich die Anführerin dieser Tracksuit Mafia und sie ist auch eine taubstumme Superheldin oder im Moment Antiheldin und deswegen hält sie ihre Hand über ihren Lautsprecher, um den Bass höchstwahrscheinlich von der Musik zu fühlen. Eine sehr, sehr coole Einführung jetzt für Echo in dieser Serie. Und da kann ich dir sagen, Echo wird in den kommenden Folgen immer größer und ihre Beziehung zu Hawkeye, Kate Bishop und zur Ronin-Personalität und anderen Charakteren wie zum Beispiel Kingpin oder Daredevil wird immer wichtiger und interessanter zu sehen. Und zunächst wird Echo eine Antagonistin in der Serie sein, aber ich glaube, zum Ende hin wird sie wirklich eine Anti-Heldin sein für ihre eigene Serie. Denn ja, wie schon mehrmals gesagt, eine eigene Echo-Serie wurde schon bestätigt und ein eigenes Echo-Video auf meinem Kanal wird irgendwann diese Woche erscheinen. Freut euch also darauf, es wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und mehr über Echo gibt es dann wirklich nächste Folge und ich bin sowas von geheim. Schauspielerin Alacua Cox in der Rolle von Maya Lopez, aka Echo, zu sehen. Dann kommen wir zu Kate Bishop und ich muss einfach sagen, mein erster Eindruck für den Charakter von Kate Bishop, ich kann aber nur sagen, ja, hell yeah, ich liebe Kate Bishop. Sie hat mich sowas von überrascht. Sie ist einfach sympathisch, charismatisch und authentisch. Und am Anfang sehen wir Kate Bishop wirklich als diese neue Möchtegern-Hawkeye. Sie ist ein riesen, riesen Fan von Clint Barton. Und ich finde, die Dynamik zwischen Clint und Kate ist einfach nur noch mega. Und deswegen will ich unbedingt jetzt über sie sprechen. Am Anfang der Serie ist Kate Bishop wirklich tollpatschig und komplett übermotiviert. Genau wie Peter Parker in Captain America Civil War zum Beispiel. Und Clint Barton, ihr neuer Partner, ist einfach unmotiviert, er ist genervt und er hat einfach keinen Bock mehr. Also wirklich diese perfekten Buddy-Cop-Elemente in dieser Serie, die ich einfach so sehr liebe. Ich bin extrem, extrem überrascht von Kate Bishop und ich liebe Hailee Steinfeld in dieser Rolle. Und ihre Beziehung zu Clint ist sowas von unterhaltsam. Und wie schon gesagt, diese Buddy-Cop-Elemente gefallen mir extrem. Und ich bin mir sowas von sicher, dass Kate Bishop jetzt ein Fan-Favorite ist. Und ich bin auf jeden Fall extrem gehypt drauf, wie es mit Kate Bishop weitergehen wird, da sie auch eine große, große Zukunft im MCU haben wird. Natürlich, wir haben nicht allzu viel von ihr gesehen, aber ihre Beziehung zu Clint, zu Lucky the Pizza Dog, aka
bester Charakter ever. Und ihre Beziehung zu ihren Eltern ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich muss sagen, ich bin unter anderem am meisten gespannt drauf, wie die Beziehung von Kate zu ihren Eltern weitergehen wird. Also zu Eleanor Bishop und zu ihrem neuen Stiefvater Jack Duquesne. Denn nach diesem Fechtduell in Folge 2 wurde alles nur noch dramatischer. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, wie Kate Bishop diese ganze Murder Mystery Sache weiterhin lösen möchte. Und wer ist natürlich die bessere Hälfte von Kate Bishop? Natürlich, es ist Clint Barton. Und über diesen neuen Clint Barton muss ich auf jeden Fall reden. Denn am Anfang von Folge 1 sehen wir wirklich Clints Familie bei Rogers the Musical. Und kurz nebenbei, ich fand das Musical einfach sowas von überraschend geil. Es war wirklich unterhaltsam. Es war sehr, sehr interessant zu sehen und war wirklich eine Parodie vom MCU. Und ich fand es einfach sowas von witzig und spaßig zu sehen. Und ich brauche wirklich eine volle Version von Rogers the Musical. Dann sehen wir auch noch, dass Clint Barton wirklich taub geworden ist. Etwas direkt aus den Matt Fraction Comics, auf die diese Serie basiert. Mehr dazu aber später. Und in der zweiten Folge sehen wir auf jeden Fall eine Erklärung dafür, wie und warum Clint Barton jetzt langsam taub wird oder auch taub geworden ist. Denn er ist natürlich kein Superheld, er ist nur ein normaler Mensch. Und durch die gesamten Explosionen, Schüsse, die ganzen Abenteuer und Missionen mit den Avengers als seine Karriere als Superheld, wurde er langsam immer mehr taub. Und er trägt jetzt wirklich Narben von seinem Kampf, im metaphorischen Sinne natürlich, und wird langsam jetzt taub, da er wirklich nie Superkräfte hatte und nie wirklich eine Art geile Rüstung wie Iron Man zum Beispiel. Und deswegen war er immer am wahrscheinlichsten, irgendwas vom Kampf zu tragen. In diesem Fall sind es keine Narben, es ist wirklich die Gefahr von Taubheit, was auf jeden Fall 1:1 aus dem Comic stammt, was auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist. Dann gibt es auch noch eine wunderschöne Szene in der ersten Folge, denn wir sehen, dass Clint Barton noch Traumata von Nataschas Tod hat. Denn im Musical sehen wir eine Schauspielerin für Natascha Romanoff. Sie tanzt und singt und es ist alles richtig cool und glücklich. Aber Clint sieht Natascha in diesem Avengers-Musical und wird emotional. Und ich hoffe, dass wir mehr von Clint sehen werden und wie er dieses Trauma von Natascha Romanoff verarbeiten möchte. Und wenn Yelena Belova, ihre Ziehschwester, ihren Auftritt in dieser Serie macht, wird auf jeden Fall mehr darauf eingegriffen. Und darauf bin ich jetzt unter anderem am meisten gespannt in dieser Serie. Ich fand, die Szene war wirklich, wirklich wunderschön. Und auf Clint's jetzige Beziehung zu Natascha Romanoff und wie er sich verhält nach ihrem Tod, bin ich auf jeden Fall extrem, extrem gespannt. Und ich bin sowas von froh damit, dass die Serie auch sowas beleuchten wird. Also sehen wir, dass dieser Clint Barton erfahrener ist, er ist älter und er ist wirklich ein gebrochener Mann, der für seine Familie da sein will und die Rolle als Hawkeye eventuell bald ablegen möchte. Und er ist auch bewusst, dass seine Vergangenheit als Ronin schwere, schwere Folgen jetzt hat. Denn wir sehen sogar, wie Clint Barton und Kate Bishop die Nachrichten sehen und by the way, einer der geilsten Easter Eggs in Hawkeye bis jetzt. Wir sehen einen Nachrichtensprecher und das ist derselbe Nachrichtensprecher aus der Endcredit-Szene von Spider-Man Far From Home. Ich liebe es einfach. Er ist einfach zurück. Und als ich ihn nie gesehen habe, war ich wirklich sehr, sehr glücklich damit, dass er jetzt wirklich wieder die Nachrichten spricht. Auf jeden Fall sehr, sehr nette Anspielung auf Spider-Man Far From Home. Und zurück zum Thema von Ronin, denn Clint und Kate sind jetzt beide bewusst, dass die Rolle von Ronin nichts Gutes zu bedeuten kann. Und mit Charakteren wie die Tracksuit Mafia, Echo und auch Yelena Belova wird es nur noch zu größeren Problemen führen, die wir in den nächsten Folgen sehen werden. Und als letztes komme ich zu meinem Review von den ersten zwei Folgen von Hawkeye. Was ist meine Meinung zu dem Serienstart von dieser Serie? Und ich muss einfach sagen, ich bin überrascht. Diese Serie ist alles, was ich wollte und noch viel mehr. Es gibt einfach das Weihnachtsfeeling über alles. Der Soundtrack ist mega, also wirklich der Hawkeye-Soundtrack ist einfach nur die Spotify-Weihnachtslieder-Playlist und ich habe kein Problem damit. Es ist sowas von geil. Insbesondere in Folge 1 hört man wirklich überall Weihnachtslieder und das war sowas von schön. Und ich kann es jetzt auch nicht mehr leugnen, ich bin langsam echt wirklich in Weihnachtsstimmung und das wegen dieser Serie. Es ist einfach nur perfekt und es passt perfekt zum Vibe dazu. Die Beziehung zwischen Kate Bishop und Clint Barton ist natürlich auch eins meiner größten Highlights und es ist das perfekte Beispiel für ein Buddy-Cop-Abenteuer, etwas, was ich damals aus The Falcon and the Winter Soldier sehen wollte, aber jetzt haben wir es in Kate Bishop und Clint Barton bekommen, besser spät als nie und wir sehen wirklich, dass Kate diese übermotivierte junge Teenagerin ist, die wirklich arbeiten will, sie ist wirklich begeistert von Clint Barton und Clint ist einfach nur noch genervt, er will nach Hause und er will die Beziehung so schnell wie möglich beenden und es ist einfach sowas
sowas von unterhaltsam zu sehen. Also liebe ich das Duo von Clint Barton und Kate Bishop jetzt schon. Und ich muss aber sagen, diese Serie ist extrem, extrem nah an den Comics. Wir sehen Charaktere wie die Tracksuit Mafia, Kate Bishop, Eleanor Bishop, Jack Duquesne. Diese Auktion, also diese Preisversteigerung in Folge 1, war auch ein Event in den Comics. Und die Einführung von Lucky the Pizza Dog ist auch 1:1 aus den Comics gerissen. Und Leute, Lucky the Pizza Dog ist eins der süßesten Marvel-Charaktere ever. Ich bin ein großer Hundeliebhaber und Lucky war einfach zu süß. Also bin ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich damit, was man mit Lucky the Pizza Dog gemacht hat oder Labrador Lucky, keine Ahnung. Ich liebe ihn auf jeden Fall und ich muss wirklich sagen, diese Serie hat mich überrascht. Am Anfang von der ersten Folge gibt es sogar Anfangscredits und die Artworks sehen bezaubernd aus. Dieser Artwork, dieser Stil ist 1:1 von den Matt Fraction Comics, also wirklich die perfekte Hommage. Und wenn ihr in die Credits reinschaut, bemerkt ihr auf jeden Fall, dass einer der Produzenten dieser Serie wirklich Matt Fraction ist und zwar der Autor von den originalen Hawkeye Comics, auf die diese Serie basiert. Auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Touch, den originalen Autor mit dieser Live-Action-Serie zu verbinden. Etwas, was mich extrem, extrem gefreut hat. Zudem ist Hawkeye bis jetzt auf jeden Fall für mich einfach bodenständig und es ist wirklich die perfekte Mischung aus Action, Emotion und Comedy. Es gibt viele Geheimnisse mit Charakteren wie Echo, Eleanor Bishop, Jack Duquesne und die Spannung wird einfach perfekt aufgebaut und ich bin unfassbar gespannt auf Folge 3 und wie es mit Echo und dem Mordgeheimnis von Armand im Dritten weitergehen wird. Ich gebe der ersten Folge eine 9 von 10, der zweiten Folge eine 7 von 10, die fand ich ganz solide, aber die erste Folge war für mich das große Highlight. Also bin ich auf jeden Fall extrem zufrieden mit der Premiere von Marvel Studios Hawkeye und ich liebe es. Wie fandet ihr die ersten zwei Episoden von Marvel Studios Hawkeye? Eure Meinung zur Serie unbedingt jetzt in die Kommentare. Das war's für dieses Mal. Macht's gut. Euer Superlogi. Bis zum nächsten Mal und ciao.